Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge in Minecraft. Heute geht es noch ran, dass wir von unserer Superhelden Eulette das Häuschen bauen. Denn unser Dreier-Team muss ja irgendwann mal komplett werden. Als nächstes kommt dann noch Geckos, aber erstmal Eulette, von daher Blöcke in die Hand. Auf geht's! Für die heutige Folge holen wir uns einfach ein bisschen abgezogenes Birkenholz raus, dann ein bisschen roten Beton, dann empfehle ich noch polierte Granitstufen wie rote Wolle, ein paar Steinknöpfe, ein paar Birkenholztreppen noch, denn ein bisschen türkises Glas empfehle ich heute, wie ein bisschen Zauntor. Kommen wir dann erstmal nochmal zum Maß von unserem Haus. Da solltet ihr euch ein Minimum von 17x17 Blöcken frei halten. Pi mal Daumen könnt ihr hinten wie vorne euch natürlich noch ein bisschen mehr Platz lassen, wenn ihr euch natürlich noch so eine Mauer bauen wollt, wie natürlich in der originalen Folge. Aber dazu kommen wir zum Ende. Erstmal bauen wir das Häuschen. So, und dafür fangen wir erstmal an, unseren Grundriss zu ziehen. Und weil wir ja heute wieder mit abgezogenem Birkenholz arbeiten, ihr kennt ja Birkenholz, das ist ja, sag ich mal so, dass ihr das ja eine Maserung hat. Ne? Das heißt, wenn ihr euch das seitlich hinpackt, sieht es ja anders aus, als wenn ihr euch das aufrecht hinstellt. Ne? Da seht ihr da schon so einen guten Kontrast. Und wir wollen uns das auf den Vorderseiten, sage ich, einmal hinlegen, so dass wir jetzt an sich hier eine Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also 11 Blöcke an sich ist das lang. Nur wir wollen das jetzt auf eine Höhe von insgesamt 7 Blöcke machen. Dann mache ich jetzt einfach mal an der Seite eine extra Blockreihe. Was haben wir jetzt hier? Hier haben wir 5, 6, 7. So. Und wir wollen jetzt eigentlich jede Reihe, sage ich mal so, seitlich hinpacken. Und ihr seht, jetzt unten habe ich das schon gar nicht so gemacht. Das ist jetzt aufrecht, das sieht natürlich ein bisschen doof aus. Von daher liegen wir jetzt alles hier auf, ja einfach hier längs einfach mal so lang. Ne? Auf eine Länge von 11 und eine Höhe von 7 Blöcke. Soweit wir das geschafft haben, hier auf 7 Blöcke hochzumachen, könnt ihr eure Hilfslinie oder eure Hilfsstamm hier einmal weghauen, womit wir jetzt unsere ganzen Balken seitlich hingelegt haben. Und wollen jetzt, bevor wir es nach hinten ziehen, auch noch gleich sowas vorziehen für unser Dach. Ich würde mal sagen, da arbeiten wir gleich ein bisschen mit einem roten Beton. Ne? Also, unser Dach fängt gleich an der Seite an mit so einem Einer. Dann kommt hier ein Zweier. Und daran können wir gleich mal, zack, unsere Baumstämme ranfügen. So, die ziehen wir mal rüber bis zur anderen Seite. Und können synchron das einfach mal mitmachen. Ist am einfachsten, sage ich mal, sich so denn die Baumstämme hochzuziehen, ohne solche extra Blöcke sich zu machen. So, das machen wir jetzt hier noch weitere dreimal, so dass wir an den Seiten jetzt hier wieder, zack, unseren Zweier hier einmal hinziehen. Dazwischen dann natürlich wieder unsere Balken. Oh, wenn wir das geschafft haben, machen wir wieder einen Zweier einfach mal rauf. Und die Balken dann wieder von beiden Seiten hier miteinander verbinden. Und immer schön so seitlich hinlegen. So, und das machen wir noch ein letztes Mal hier mit unseren Zweier. Schön auf die Seiten hier den rauf. Und dann hier natürlich noch einmal zuziehen. Dann haben wir jetzt insgesamt viermal den Zweier hier hochgesetzt. Danach bleibt nur eins übrig. Und zwar setzen wir hier so eine ganz kleine Pyramide rauf. Zack. Mit so drei einzelnen. Sobald wir das geschafft haben, können wir jetzt einmal wieder unsere Holzstämme nehmen und die jetzt seitlich einmal nach hinten ziehen. Ja, jetzt habe ich vergessen zu zählen. Das machen wir mal. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 Blöcke ziehen wir die jetzt so seitlich einmal nach hinten weg und machen die dann auch wieder auf eine 7er Höhe. Andere Seite wollen wir die auch nochmal 9 Blöcke nach hinten ziehen und 7 Blöcke natürlich nach oben. Sobald wir das denn geschafft haben, kommen wir nochmal zur Rückseite. Die machen wir genauso wie die Vorderseite. Das heißt, wir nehmen uns hier einmal so einen Hilfsblock, setzen den jetzt hier 7 Blöcke hoch und setzen den hier so seitlich nochmal unsere Baumstämme ran. Danach können wir natürlich hier auch wieder unsere Hilfslinie wegmachen. Und bevor wir jetzt, sag ich mal, jetzt hier unser Dach wieder so hochziehen, können wir eigentlich auch uns das erstmal so einfach machen, dass wir unser Dach einmal nach hinten ziehen. Natürlich lassen wir es hier wieder einmal überstehen. Und nachdem wir dann das Dach einmal komplett nach hinten gezogen haben, können wir dazwischen einfach die Baumstämme hinsetzen. Ist der einfachste und schnellste Weg, finde ich. Sobald wir es dann geschafft haben, unser Dach einmal nach hinten überstehen zu lassen, seht ihr schon, easy peasy kriegen wir hier dann noch unsere Baumstämme einmal dazwischen gejodelt. Und sobald wir dann natürlich auch unsere Baumstämme dazwischen haben, geht es jetzt schon los, dass wir natürlich unsere Fenster und Türen noch einbauen können. Wir fangen dann einmal auf der Vorderseite an. Ja gut, jetzt kann man sich nur aussuchen, wo die Vorderseite ist. Dann würden wir uns einfach mal in der Seite 2 Blöcke Platz lassen und 2 weghauen und dann einfach das Ganze auf eine Höhe von insgesamt, na nicht 4, sondern 5 Blöcke machen. Unten können wir schon gleich mal unsere polierten Granitstufen einmal platzieren. Auf der Rückseite können wir einmal bis nach oben hin unseren roten Beton uns einmal platzieren. Und ganz oben ran würde ich mal sagen, setzen wir nochmal zweimal weitere Wolle, so als, als kleines Vordach für die Tür. So, Türknopf natürlich noch ran für die Tür und fertig. Sobald wir die Tür haben, kommen wir natürlich noch zu dem Fenster. Wir lassen von der Tür so 2 Blöcke Platz, dann schlagen wir mal hier 3 weg. Ich würde mal sagen, das Fenster machen wir so, dass wir unten natürlich auch nochmal einen Block haben. Und da fällt mir gerade auf, was wir vergessen haben, uns zu holen. Und zwar Birkenholzstufen, weil die brauchen wir gleich mal für die Fenster. Na sowas. Ja, die wollen wir natürlich immer so machen, dass wir unten und oben einfach Stufen hin machen. Dann lassen wir über dem Fenster wie eine Blockreihe Platz und setzen hier nochmal so ein Dreierfenster einmal hin.
Auch da setzen wir wieder unsere Stufen unten wie oben hin. Darüber würde ich mal sagen, so schräg davon machen wir hier so ein 2x3 Fenster. Auch wieder unsere Stufen hin. Dann gucken wir einmal ein bisschen hier zur Tür. Ich würde mal sagen, eine Blockreihe Platz lassen und dann schlagen wir hier so ein 2x2 Fenster rein. Setzen jetzt aber nicht unsere Stufen hin, sondern machen einfach mit den Treppen hier so ein kleines Viereck rein. So, denn nach oben machen wir nochmal so ein kleines Fenster rein. Einfach hier zwei Blöcke weghauen. Stufen oben und unten hin und fertig. Wir wollen natürlich vorne das noch ein bisschen verschönern und setzen da einfach noch ein bisschen Zaun hin. Gut, dann haben wir schon mal vorne unsere Fenster fertig. Kommen wir mal nochmal zur Rückseite, bevor wir die ganzen Fenster natürlich noch mit Glas verkleiden. Und zwar die Rückseite kannst du entweder genauso machen wie auf der Vorderseite oder ein bisschen abändern. Ich wäre dafür ein bisschen abzuändern. Und zwar spiegele ich mir das natürlich einmal so, dass meine Tür jetzt hier auf der anderen Seite sitzt. Wir lassen auch wieder an der Seite zwei Blöcke Platz und machen das jetzt mal, würde ich mal sagen, nur auf vier Blöcke hoch. Vier sollten reichen. So, unten wieder unsere Stufen hin. Auf der Rückseite wieder unsere Tür. Die bleibt rot beim Häuschen. Das finde ich ganz gut eigentlich von der Farbe her. Türknauf ran. Und fertig ist diese Tür. Auf der Rückseite würde ich sagen, machen wir kein Vordach. Wer möchte, kann es natürlich auch noch machen. Aber auf der Rückseite, denke ich mir, brauchen wir es nicht. So, ansonsten setze ich mir die Fenster eigentlich so gut wie alle identisch hin. Hier daneben machen wir wieder so ein 3x3 Fenster. Darüber gleich mal auch. Und auch über diesen Fenster würde ich sagen, machen wir hier so ein 2x3 Fenster. Einfach so ein bisschen schräg davon. Darüber natürlich hier nochmal den Zaun setzen. Und unser kleines Zweierfenster setzen wir oben auch hin. So, jetzt würde ich aber sagen, statt über der Tür so ein Fenster zu machen wie drüben, machen wir hier einfach mal so ein Fenster von 2x3. Oh, das sieht eigentlich hinten, finde ich, auch nicht schlecht aus. Ja, sobald wir das haben, bleibt eins übrig. Nehmt eure Glasblöcke und setzt sie nochmal hinter unseren Fenstern rein. Und sobald wir dann hier über unsere Glasblöcke haben, können wir das Gebäude natürlich auch verlassen. So. Und sind eigentlich mit diesen Blöcken wieder fertig. Um unser Haus dann am Ende noch abzuschließen, brauchen wir gar nicht mehr so viel. Wir holen uns ein bisschen polierte Schwarzstein-Mauern raus und davon nochmal die Stufen. Und zwar machen wir noch ein paar Regenrohre hin. Einfach vorne und auf der Rückseite platzieren wir mal unsere Mauern. Und oben dazwischen, würde ich sagen, setzen wir einfach noch unsere Stufen mal dahin. So als kleine Verbindung fürs Regenrohr. So, andere Seite genauso. Mauern an den Seiten ran. Oh, in der Mitte natürlich unsere Stufen hin. Und sobald wir dann hier unsere Regenrohre fertig haben, machen wir oben noch einen Schornstein. Ich würde mal sagen, da richten wir uns ein bisschen von der Rückseite aus, bei der letzten Zweierreihe hier und zählen mal. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 setzen wir unsere zwei Blöcke hin. Hier machen wir mal einfach mal so einen schönen Vierer draus. Und den Schornstein machen wir jetzt auf eine Höhe von insgesamt 5 Blöcke. So, jetzt haben wir hier schon mal 3, 4, 5. So, ziehen wir alles einmal nach. Und zum Schluss würde ich noch sagen, setzen wir noch eine kleine Stufenreihe rauf, um ihn doch noch ein bisschen größer zu machen. Und dann sind wir auch schon fertig. Nun kann der Eulett natürlich einziehen in ihr Häuschen, was man natürlich noch als Bonusmaterial immer machen kann. Gehen wir nochmal hier kurz mal rüber und gucken uns das an. Ihr könnt natürlich auch noch so einen kleinen Briefkasten machen, ne? Oder auch noch vielleicht so eine Mülltonne, stand irgendwie vor den meisten Folgen vor. Ich habe auch noch hier so eine kleine Straßenlaterne gebastelt, weil ich die einfach in den Folgen sah. Weil wir bauen ja auch noch Geckos Haus und da passt das Ganze. Ja, ansonsten machst du dir natürlich hier so eine kleine Mauer hin. Einfach ein bisschen Sandstein nehmen und Stufen rauf und fertig habt ihr eure Mauer hier von Amanda. Wie groß euch das sieht, müsst ihr natürlich euch jeweils immer anpassen, wo euch das natürlich platziert. Ansonsten habe ich auch noch gesehen, in den Folgen hat es ja auch noch so ein kleines Vogelhäuschen im Vorgarten. Kann man sich ja irgendwie mal darstellen mit so einer Treppe oder so. Ansonsten könnt ihr auch noch natürlich am Haus noch ein bisschen Buschzeug ransetzen, vielleicht im... Ja, hinten im Garten, na gut, den sah man halt nie in Folgen, aber da denke ich mir, kann man ja ein paar Bäumchen einfach als Dekomäßig natürlich noch einmal da platzieren und dann reicht das eigentlich auch schon völlig aus. Ein weiterer Superheld wohnt jetzt in unserer Nachbarschaft, wir fühlen uns wieder sicherer. Als nächstes kommt natürlich noch Geckos Haus, ich freue mich drauf, bedanke mich aber erstmal wie immer fürs Zusehen, wünsche viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder, also haust rein und tschüss.